Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Life is Strange. Ja, für euch ist es 3 Tage her, dass ein neuer Part kam. Für mich ist es schon ein bisschen länger, wieder mal. Und dazwischen habe ich ein paar andere Spiele gezockt, deshalb bin ich gerade ein bisschen verwirrt, was die Steuerung angeht. Ja, im letzten Part sind wir eingebrochen. Auch wenn Chloe meint, dass wenn man den Schlüssel hat, dass das dann nicht Einbrechen ist. Aber Chloe, es bleibt trotzdem Einbrechen, weil wir dürfen da nicht rein. So, oh, falscher Knopf. Ja. So you can almost shoot somebody on Monday and party on Friday? Prescott Power. Ja, so funktioniert das. Okay, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher, ob ich da jetzt irgendwas Neues entdecken kann, weil eigentlich... Ja, Trophäen. Ob sie da jetzt irgendwas Neues dazu sagt. Okay. Wir haben neue Seiten. Dann machen wir doch einen kleinen Lesepart. 9. Oktober. Liebes Tagebuch, ich habe die Macht, die Zeit zurückzudrehen und fand mich plötzlich bei dem Versuch, meine Freundin vor dem Sprung in den Tod zu retten. Auf einem Dach wieder, während ich versuche, meine Heimatstadt vor einer möglichen Zerstörung zu bewahren. Ich bin auf meinem Schreibtisch eingeschlafen und streckte beim Aufwachen meine Hand aus, als wolle ich zurückspulen oder nach Kate greifen. Ich erinnere mich an Tagebucheinträge, in denen ich mich gefragt habe, welcher Anime-Charakter ich gerne wäre. Oder an meine Träume, eine anerkannte Fotografin zu sein, die um die Welt reist. Oder was ich und Chloe machen würden, wenn wir erwachsen sind. Zumindest wissen wir das jetzt in etwa. Chloe ist entschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen. Deshalb spiele ich »Was würde Chloe tun?« Was bedeutet, dass ich keine Hausaufgaben mehr mache, um alles zu suchen, was es über Kate Marsh, Rachel Amber und die hochverehrten Prescotts zu finden gibt. Es wäre viel zu leicht, wenn sie alle etwas miteinander zu tun hätten, aber unter diesen Umständen... Glaube ich, ganz Arcadia Bay hat etwas mit dieser Scheiße zu tun. Ich sehe schon die Story im National Geographic Channel. Mystisch, wissenschaftlich oder apokalyptisch. Der Arcadia Bay Tornado. Ja. Schau da... Wo wir gerade von Angst sprechen. Ich muss immer noch an Kate und die Traurigkeit in ihren Augen auf dem Dach denken. Ich bin so dankbar, dass sie noch lebt. Ich liebe es zu sehen, wie die Schüler an der Blackwell ihre Unterstützung mit Blumen und Geschenken zeigen. Letztendlich. Oh, wie süß. Und soll das Eis sein, oder was ist das? Meine Hausaufgaben stapeln sich. Es ist schwer, sich auf Tests oder Essays zu konzentrieren, während die Welt stirbt, meine Freunde leiden und wir Rachel Amber aufspüren. Wie soll ich mit meiner Fähigkeit und den Visionen eines apokalyptischen Sturms noch daran denken, Mr. Jefferson ein Foto für den Wettbewerb zu geben? Aber ich sollte es machen, auch wenn ich es nur der Vernunft wegen mache. Lesen ist auch immer gerade nicht so meine Stärke, Entschuldigung. Nur Chloe bekommt es hin, dass ich während der Sperrstunde rausschleiche und sie in tiefster Nacht vor dem Hauptgebäude treffe. Ich wusste, dass Chloe nach dem, was mit Kate passiert ist, voll auf diese Campus-Untersuchungen stehen würde. Genau das macht Chloe nur noch entschlossener herauszufinden, was Rachel zugestoßen ist. Wenn überhaupt. Schon witzig, dass, obwohl ich glaube, mich einfach so aus Schwierigkeiten herausspulen zu können, ich in mehr Schwierigkeiten stecke denn je. Wenn das eine Twilight-Zone-Geschichte ist, dann habe ich da was ziemlich Ironisches konstruiert. Als würde ich mich selbst aus meiner Existenz oder so spulen. Kann ich wirklich sagen, dass ich diese Fähigkeit für immer habe? Sind der Tornado, der Schnee und diese Sonnenfinsternis nur Halluzinationen oder sind sie waschechte Prophezeiungen? Naja, sie können alle sehen, deshalb sind es wohl nicht nur Halluzinationen, außer ihr habt irgendwas in eurem Wasser, dann würde ich mir Sorgen machen. Wichtiger noch, ist es ein Fluch oder ein Segen? Chloe lebt und ist an meiner Seite, und das muss ein Wunder sein. Was bedeutet, dass es einen Weg geben muss, meine Vision davon abzuhalten, Wirklichkeit zu werden? Oder? Und ja, ich habe die Ausgangssperre missachtet, um mich mit Chloe zu treffen. Sie sagte, sie wolle mir etwas zeigen. Sieht so aus, als wäre es Zeit für ein wenig ernsthafte Detektivarbeit. Tritt den Blackwell Ninjas bei. Und zeichne natürlich dann wieder Keymaster Chloe. Als ich durch den Flur schlich, kam ich an Kates Tür vorbei und habe die ganzen netten Nachrichten der anderen Schüler gesehen. Schade, dass es die meisten nicht interessiert hat, als sie das Video rumgezeigt und sie aufs Dach gemobbt haben. Jeden kümmert es erst, wenn es bereits zu spät ist.
Zumindest wird Kate sehen, dass die anderen auf ihrer Seite sind, letztendlich. Ich hoffe, ich kann sie besuchen, wenn sich der Wind gelegt hat. Vielleicht war das nicht die beste Wortwahl. Ja, vielleicht nicht. Oh, das ist ja hübsch. Und, oh, wie schön. Ist das ein Bär? Meine Fresse, war das knapp. Ich habe mich so gut angestellt, bis ich nach draußen kam und mir natürlich ausgerechnet direkt der Wells im Weg stehen musste. Denjenigen, den ich am wenigsten sehen wollte. Ich war ihm nicht Ninja genug, also ja, er hat mich erwischt. Und ich musste zugeben, dass etwas Wahres in der Plauderei steckte. Wie, er hat mich erwischt? Wo hat er mich erwischt? Er hat mich doch gar nicht erwischt. Hä? Das verstehe ich nicht. Direktor Wells war besoffen. Er hat nicht mehr versucht, es zu verbergen. Eigentlich war er besoffen sogar cooler als nüchtern. Ich verstehe, wieso er so perplex ist. Er muss mit Kates Familie, den Prescotts und David Madsen verfahren. Er verhält sich immer noch verdächtig und schenkt meinem Getue, wie er es sagen würde. Keiner sagt das, wirklich. Zu viel Aufmerksamkeit, aber ich kann sehen, dass er ziemlich unter Druck steht. So sehr, dass er so voll ist, dass er Mitternacht nicht mehr seine Schlüssel benutzen kann. Er hat mich doch gar nicht erwischt. Ich meine, ich habe zwar ich musste ein paar Mal zurückspulen, bis er dann halt nur noch... Also bis er halt wirklich beschäftigt war, an die Tür zu klopfen, aber hm. Natürlich war er mir im Weg, aber er ist meiner Kraft in keiner Hinsicht gewachsen. Schließlich musste ich los, um Chloe zu treffen. Böse Max. Obwohl ich dachte, dass ich im Ninja-Modus bin, hat mich Chloe zu Tode erschreckt, was mich wütend gemacht hat, wenn man bedenkt, was ich durchgemacht habe. Manchmal ist sie beim Umgang mit den Gefühlen anderer so verdammt unsensibel. Sie will meine ganze Aufmerksamkeit für sich und Rachel finden und sie spielt die beleidigte Leberwurst, wenn ich keine Zeit für sie habe. Offensichtlich habe ich die Zeit in der Hand, aber ich kann nicht lange böse auf sie sein und sie war total aufgeregt, weil sie die Schlüssel fürs Hauptgebäude hatte. Und wenn ich ehrlich bin, war ich auch ziemlich heiß drauf. Mhm, böse Max. Oh, wie süß. Sogar mehr noch, als wir den Eingang des Hauptgebäudes erreicht haben und Victoria nachspionierten, wie sie mich schlecht redet. Schock. Und schlimmer noch, sogar versuchte Mr. Jefferson zu erpressen, ihr Bild für den Alltagsheldenwettbewerb auszuwählen. Sie ist so krass. Ich zolle Mr. Jefferson größten Respekt, dass sie ihr gesagt hat, sie solle verschwinden, auch wenn sie für so einen Scheiß ausgeschlossen werden sollte. Nach allem, was mit Kate passiert ist, macht sie so weiter? Ich verstehe Victoria einfach nicht, ganz egal, wie sehr ich es versuche. Sie ist schon reich, schön und eine gute Fotografin. Warum also sich so sehr anstrengen und andere dabei verletzen, nur um alles zu meinen Gunsten zu verändern? Ich hoffe nur, dass ich das mit meinen Rückspulkräften nicht mache. Ja, das hoffe ich ehrlich gesagt auch, Max. Ich habe ein bisschen Angst, dass du leider durch Chloe auch ein bisschen dazu verleitet wirst, da Blödsinn zu machen. So, ich glaube, sonst haben wir hier nichts. Jo, das war's dann. Ja, interessante Eindrücke hier. A long time ago, in a girl's room right here. Hm, so lange ist das ja noch gar nicht her. Auch wenn das, glaube ich, für sie schon ein bisschen... Was? Ja, okay. Ich glaube, mir wurde eigentlich eh gesagt, dass ich überall nochmal hinkomme. Deshalb brauche ich jetzt eigentlich mich nicht so genau überall umschauen. Deshalb gehen wir hier einfach mal rein und gucken, was hier so geschieht. Achso, ich wollte ja eigentlich nachschauen... Ja, ich wollte eigentlich nachschauen, welche Fotos ich machen kann noch. Ja, die beiden habe ich jetzt schon leider verpasst. Viridian hat es mir nochmal bestätigt. Offenbar war hier eine Figur zu sehen, die man hätte länger anleuchten müssen. Und bei dem Bild habe ich einfach nur mal wieder die Spielermechanik vergessen. Tja, das könnten eigentlich die Fische sein, die Das könnten echt die Fische sein im Wissenschaftsraum. Oder gibt es hier auch Fische? Was gibt es denn hier alles? Einen Brief. There's no way David would get in Mrs. Grant's face. She'd shut his ass down fast. Okay. Sehr geehrte Miss Michelle Grant, als Sicherheitschef der Blackwell Academy ist es meine Aufgabe und Pflicht, sicherzustellen, dass alle Bereiche abgedeckt sind, wenn es darum geht, die Schüler zu schützen. Ich weiß, ich bin nicht der beliebteste im Kollegium und bei den Schülern, aber ich weiß, dass ich damit die Sicherheit der Schule zu meiner obersten Direktive mache. Seit ich meine Arbeit als Sicherheitschef aufgenommen habe, sprechen meine Statistiken für sich selbst, da die Campuskriminalität um 15,4% gefallen ist. Ich respektiere Ihre Stellung als Wissenschaftslehrerin, aber Sie haben auf unfaire Weise meine Pläne für ein Überwachungssystem mit einer feigen Petition verteufelt.
Ich hoffe, sie überarbeiten diese Petition noch einmal und überdenken die Kostbarkeit der Menschenleben, wenn die Blackwell Academy nicht mit dem neuesten Sicherheitssystem nachgerüstet wird. Mit freundlichen Grüßen, Madsen David. Ich hätte ihn vielleicht ein bisschen tiefer sprechen sollen, aber ist mir egal. Okay. Ja gut, das haben wir ja auch mit zu verantworten, dass das offenbar nicht funktioniert hat. Es ging aber recht schnell. Dafür am Montag haben wir das doch unterschrieben. Jetzt haben wir Mittwoch? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Ich könnte auch einfach nachschauen, aber das will ich nicht, weil das wird zu einfach. Ja. Only a total phony would wear a crappy hat like that. Was ist denn das für ein Hut? Okay, was ist an dem so schlimm? Ich meine, ich würde den auch nicht tragen. But well. Okay, da ist eine kleine Fundkiste. Lost and found. Hier sind ganz viele Schlüssel, die wir offenbar nicht gebrauchen können. Was gibt's denn hier, Chloe? Passt du nicht den passenden Schlüssel? Oder warum tust du da so herum? So viele Schlüssel sind doch gar nicht auf dem Schlüsselbund. That's it. Was? What the fuck? The security officer should have the key to the principal's office. He's hiding shit, like everybody here. Well, now we definitely have to get this door open. Believe it or not, I know a little about lockpicking, thanks to Frank. I might as well test out my thief skill. Go for it. We're already in this deep. Ich würde Look for the key, just in case. Why, yes, I could. Ja, das wäre ganz nett, weil irgendwie... Ich will mich jetzt nicht nochmal strafbar machen. Okay, Schublade, Schublade, Schlüsselbund, Schublade, Schublade. Ja, ich habe das alles gesehen, aber ich will mich eigentlich umsehen. Hätte ich da noch vorher was sehen können? Wahrscheinlich, ja. Hier sind ganz viele Akten. Hier ist auch noch irgendwas zum Ansehen. Squirrels like nuts. Does that mean Samuel is... Nah. Wie du deinen Tiergeist fütterst, von Dr. B. Bracamonte. Ich würde vielleicht sagen, Samuel ist verrückt, also bitte. So, ich fange wahrscheinlich mit dem offensichtlichsten an, mit dem Schreibtisch. Naja, natürlich. No keys here. Und naja, natürlich schließt er sein Büro ab, eben damit so Schüler, die nachts nicht schlafen können, halt nicht einfach einbrechen können. Ich finde es übrigens so cool, dass sie mit ihrem Handy das alles beleuchtet, weil, also, ich finde es immer schon sehr lustig, wenn dann in manchen Spielen die Leute noch mit Taschenlampen herumlaufen, also in neumodischen Spielen, weil, ganz ehrlich, ich habe keine Taschenlampe in meiner Tasche, ich habe vieles in meiner Tasche, aber keine Taschenlampe. Nothing to see here. Wobei ich bis vor einem halben Jahr auch noch nicht wusste, dass auf meinem Handy auch eine Taschenlampe ist. Desolation. Jo. Ist es vielleicht da? Tja. Here are the keys. None for the principal's office. Tjo. Jagdhut. Achso, das ist ein Jagdhut. Ach so, deshalb, okay. Dann kann ich deinen Frust natürlich verstehen, Max. Dann fangen wir mit der hintersten Schublade an. Crap. Ja, aber da werden echt überall nur Akten sein. Ich glaube dann nicht, dass du da irgendwelche Schlüssel findest. Boring. No key for thee. We have to find another way in. Guess I didn't spend enough time with Frank. But I'll use my DIY lockpick tools while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey Warren, you busy? Mitten in der Nacht. Just bubble hearth, you'll be okay. Listen, I need your physics expertise stat. Without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, would you maybe kinda know how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. No, stay. We need you as backup. Just send the text instructions now. Yes, I'm still all in to go ape with you at the drive-in. Thanks for the help. Okay. This sucks ass. Goddamn door.
Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? Sugar, soda, can, duct tape. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. Das fand ich jetzt irgendwie süß, wie sie das gesagt hat. The race is on. Das war ja herzig. Mal wieder raufspulen. So. Jetzt pass auf, 007. Du musst 4 Dinge finden. Zucker, Getränkedose, Klebeband, Natriumchlorat. Hier eine Anleitung, wie es geht. Alles zusammenfügen. Das Ding umschlinken. Umschlingen mit dem Klebeband. Und dann boom. Ist das Käse? Was ist das? Ich habe keine Ahnung. Irgendwelche Fragen? Natriumchlor... What the fluff? Es ist nur ein Pulver, das zur Herstellung von Chlordioxid dient. Verdammt, das weiß jeder. Wirst du das wirklich ausprobieren? Das Stichwort ist ausprobieren. Ich beuge mich deiner Weisheit. Süß. Okay, also Zucker, Natriumchlorat finden wir wahrscheinlich im Wissenschaftsraum. Getränkeding, vielleicht muss ich dafür ein Getränk kaufen, kann das sein, ja? Release the Kraken. Name it. It's all mine anyway. Ja, das darfst du jetzt trinken, weil brauchen wir leer. Klebeband, wo könnte es Klebeband sein? Ist hier irgendwo ein Abstellraum oder sowas komisches? Wahrscheinlich. Vielleicht aber auch in Mr. Jefferson Klassenzimmer. Das kann auch sein. Also jetzt kommen wahrscheinlich die Fischis zum Fotografieren. So. Gross. I hate that formalin smell. Prüfungsakte. Und wieso lässt man das einfach so offen liegen? An A-minus? Alright, alright. So Dr. Max did help Warren this morning. Ooh. Angewandte Chemie. Warren Graham. 1-. Sehr gut. Ja, wie Note verändern. Ja, ich mache jetzt eine 4 daraus. Warren, kriegst keine bessere Note. Hallo? Ooh, sugar. Om nom nom. You're halfway home, Max. Auch wenn ich den braunen Zucker lieber mag. Wieso kann ich da nicht hoch? Achso, da. Max schafft es nicht, einen größeren Schritt zu machen. Auch gut. So, ich habe eine... Und ich drücke schon wieder auf E. Das ist nicht Stardew Valley, Melilein. Bist du noch da? Hast du es hochgejagt? Max? Immer noch da? Nichts hochgejagt? Noch nicht. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Talk to you later. Okay, vor allem, er schreibt es im Sekundentakt. Also ich meine, wie soll Max dann darauf reagieren können? Warren, alles gut, alles gut. Du wirst, glaube ich, auch das umhören. Oh, gross. Naja, es ist normal. Machst du halt. Macht jeder. A periodic table. Wish I knew what periodic means. Nee, ich sag da lieber nichts dazu, weil sonst oute ich mich als Unwissendes etwas. So. Graffiti. Max. Takes. Ah ja, okay. I never said they were great, Troll. Vor allem, jo. Die schönen Tische beschmiert man doch nicht. Everybody's asleep. I hate to wake them up, but I want a picture. Good evening, Fish-Fish. Süß. Fischies und Foto. Thanks, Fish. Nice work. Und wenn ich jetzt das Licht wieder ausschalte, sterben sie dann? Please resume your slumber. Naja, jedenfalls Beweise vernichten. Weil wenn ich da jetzt das anlasse. Natriumzeugs war das. Da. Wissenschaftsbuch. So, sodium chloride is a weed killer. You'd think Warren would have told me that factoid.
Ja, er wollte halt mit seinem Wissen angeben, Max. Er wollte dich beeindrucken. Natriumchlorat, NaClO3. Synthese. Verwendung. Die Eigenschaft von Natriumchlorat, NaClO3, ist eine anorganische Verbindung, die üblicherweise als Unkrautvernichter eingesetzt wird. Toxizität bei Menschen. Formulierung. Okay. Heißt das, dass es für Menschen. Ja, natürlich heißt das, dass es für Menschen giftig ist. Dinger. Sollte man nicht. Das sollte man nicht zu sich nehmen. Genau. Oh, das war jetzt ein bisschen hin und her gewackelt. Entschuldigung. Küchenrolle. Ist da irgendwas? Ich sehe aber auch keine Schrift aufploppen. Müsste das nicht hier sein? Graffiti. Ich meine, okay, ich würde jetzt auch nicht ehrlich gesagt das irgendwo offen stehen lassen. Aber. Stelle ich mich hier wieder doof an? Ja, ich stelle mich doof an. Da! Oh, ja, ich stelle mich um doof an. Ach, lass mich raten. Max versucht das wieder irgendwie Max, runterzuheben if you und. can't find sodium chloride in the science lab, give it up. Ich hab's ja schon. Ich wette, das fällt dann wieder um und dann muss ich wieder zurückspulen. You're an artist, damn it, not a scientist. But this is so not sodium chloride. Ne, da oben ist es doch. Here's the sodium chloride box. Ah, wer macht denn sowas? Ew, gross. At least switch to E6. Ja, aber wirklich. Ich meine, weißt du nicht, dass Rauchen tötet? Ich meine, hallo? Schäme dich, Skelett. Vorbildfunktion und so. Wie wär's damit? Hä? So, versuch das bitte mal zu nehmen. You know you're clumsy, Max. Don't waste your rewind power. Use the damn chair. Gut. Dankeschön, Max. Aber finde ich gut, dass die Entwickler das so Only one gemacht more haben. ingredient left. Weil man das halt schon so richtig erwartet, dass Max das einfach fallen lässt. Und naja, finde ich gut. So, Klebeband. Ich werde jetzt echt mal schauen, ob ich das dort finde. I probably should find those items now. Bist du offen? Kann ich, naja. Oh, ja, ich sollte vielleicht auch näher hingehen. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass hier das This is like a Klebeband. scene in a horror film. Ja, allerdings. Schule bei Nacht. Gibt ja doch einige neue. Auch RPG Maker Games, die das dann. Also das Ding, glaube ich, war halt in dem Büro von ihm. Ich habe keine Ahnung, was das darstellen soll. Ich keine Ahnung. Also das Foto könnte ich womöglich auch verpassen. Sagst du was Neues zu dem Bild? You can never escape the lighthouse here. Nope. Wettbewerbsbilder. Oh, Kate. Even when you were sad, you tried to see the good in the world. Shit. Oh. Ja, das stimmt. Daniel's a better illustrator than photographer, said Max, the art critic. Vor allem, wer soll das sein? Victoria, that is pretty fucking sweet. How can I hate somebody that shoots like that? Ich verstehe diese Kunst einfach nicht. Ich meine, die Fotos schauen cool aus, aber I feel gross even looking at Nathan's work, but he does have some style. Naja, es ist halt sein Stil, dieser. Ja. Ich war der wirklich auch mit uns in der Klasse? Der musste doch, der wurde doch auch rausgeschickt, oder nicht? Naja, egal. Zigarettenschachtel. Victoria's cigarettes? I'm sure Mr. Jefferson is impressed. Ach, dann war sie das vielleicht mit dem Skelett. Jo hat halt doch noch eine kindische Seite an sich, das Mädel. Finde ich irgendwie sympathischer als die andere Seite. Also die etwas tussi-mäßigere Seite. Ah, da hinten, ich sehe es I thought schon. we used some tape in Jefferson's class last week. Ich sehe es doch schon, Max. Alles gut. Kein Stress hier. Immer dieser Stress. Da ist Klebeband und da ist Klebeband. Oh Gott, für welches entscheide ich mich jetzt? Das wird schwierig. Ich glaube, das werden wir erst im nächsten Part herausfinden, wenn es wieder heißt, Life is Strange.
Bis dahin. Tschüss.